Um mit der Werbung auf Twitter zu beginnen, müssen Sie sich zunächst auf business.twitter.com registrieren. Geben Sie also die Seite ein, die Adresse, und klicken Sie dann auf Twitter-Ads zugreifen an. Diese Seite ist auch schon deshalb interessant, weil selbst wenn Sie keine Anzeigen schalten wollen, Sie da interessante Informationen bekommen. Zum Beispiel in Form von Zusammenfassungen. Wie viele Tweets hatten Sie in den letzten 28 Tagen? Wie viele Profilbesuche? Wie viele Erwähnungen? Wie war das im Vergleich zum Zeitraum davor? Wie haben sich Ihre Followerzahlen entwickelt? Welcher Ihrer Tweets wurde am meisten gesehen? Hier zum Beispiel, der hat 499 Impressionen bekommen. Das heißt, 499 haben ihn tatsächlich dann angeschaut. Sie bekommen Ihre besten Follower angezeigt, also die, die ebenfalls sehr viele Follower haben. Bekommen vielleicht noch einen Tipp, zum Beispiel, dass Tweets mit Fotos stärker wahrgenommen werden. Und das Gleiche gibt es dann für Juni, gibt es auch für Mai. Also an sich schon ganz spannend, weil Sie dann auch mal zeitlich verfolgen können, wie sich das Ganze entwickelt hat. Je nachdem, im März hatte ich zum Beispiel 21.000 Impressionen, im April waren es nur 15.000. Das hängt immer auch ein bisschen davon ab, wie man weiter getweetet wurde. Im März war es zum Beispiel so, dass ich die Meldung, dass die erste E-Book-Millionärin in Deutschland gefunden wurde, posten konnte, und die wurde dann auch insgesamt 2.331 Mal angeschaut. Sie sollten aber auch mal nachschauen, was Analytics Ihnen hier noch so alles zu bieten hat. Zum Beispiel schauen wir mal in den Bereich Tweet-Aktivität. Da sehen Sie, was alles so passiert ist, wann Sie besonders erfolgreich waren. Interessant ist auch die Interaktionsrate. Also was haben die Menschen letztlich mit ihren Tweets gemacht? Haben sie geantwortet? Haben sie die weitergeleitet? Das sagt Ihnen Twitter alles. Sie könnten auch mal hier auf Follower gehen, dann bekommen Sie einen besonderen Einblick in die Entwicklung Ihrer Followerzahl, wo die zum Beispiel herkommen, wofür Sie sich interessieren. Die meisten interessieren sich für Büchernachrichten. Sie kommen von der Telekom, haben Deutsch als Sprache und schon wieder für Bücher beim Lifestyle. Dann sind Sie bei mir, sind Sie vorwiegend männlich, zu 3/4, zu 1/4 weiblich. Hier kommen nochmal die ganzen Interessen aufgelistet, dann auch die Wireless-Anbieter, also die Telefonanbieter der entsprechenden Nutzer, auch recht spannend. Und schließlich gehen wir noch mal auf Zielgruppeneinblicke. Da sieht man diese Zielgruppen, die in der anderen Übersicht schon drin waren, nochmal so ein bisschen aufgegliedert, zum Beispiel auch als was Haushaltsnettoeinkommen betrifft, Familienstand, Bildung, Wohneigentum. All das ist jetzt eine Analyse Ihrer Zielgruppe. Aber wir wollten ja eigentlich nicht unsere Nutzer bei Twitter analysieren, sondern Anzeigen schalten. Darum gehen wir hier auf Jetzt loslegen. Im ersten Schritt müssen Sie ein Land festlegen. Da geht es um die Steuern unter anderem. Das sollte natürlich Deutschland sein, und als Zeitzone wählen wir Europa und Berlin, und dann speichern wir das Ganze. Im ersten Schritt müssen Sie jetzt definieren, was Sie mit Ihrer Werbung überhaupt erreichen wollen. Der erste Punkt wäre zum Beispiel Tweet-Interaktionen. In diesem Fall würde es Ihnen darum gehen, dass möglichst viele Nutzer mit Ihrem gesponserten Tweet in irgendeiner Art und Weise umgehen, also den weiterleiten, darauf antworten, ihn zum Favoriten erheben. Ich weiß nicht, inwiefern das für Sie spannend sein könnte. Es führt dazu, dass sich die Reichweite Ihres Tweets erhöht, aber es führt noch nicht dazu, dass irgendwas passiert mit dem, was in dem Tweet drin steht. Für Sie dürfte also in der Regel die zweite Option Website-Klicks oder Conversions interessanter sein, denn Sie haben ja was anzubieten, eben Ihr Buch, und wollen letztlich einen Twitter-Nutzer
mit dieser Anzeige zum Klick bewegen auf Ihre Buchseite. Ich nenne trotzdem noch die anderen drei Möglichkeiten, wenn Sie eine App programmiert haben, was ich jetzt in dem Fall nicht annehme, dann könnten Sie mit dieser Option die Nutzer dazu bringen, Ihre App zu installieren. Dann können Sie versuchen, neue Follower zu gewinnen. Ehrlich gesagt würde ich nicht empfehlen, dazu eine Anzeige zu benutzen. Machen Sie es lieber mit interessanten Inhalten. Das kostet nichts, außer natürlich ein bisschen Arbeit, was die Inhalte betrifft. Und die Nutzer sind auch viel treuer, die Sie nicht über eine Anzeige, sondern über Inhalte gewonnen haben. Was allerdings interessant sein könnte, ist die Option Leads auf Twitter. Darüber können Sie Ihren Newsletter nämlich direkt einbinden. Wenn jemand auf Ihre Anzeige klickt und dann Abonnieren anklickt, dann führt das dazu, dass er automatisch in Ihren Newsletter eingetragen wird mit seiner E-Mail-Adresse, denn die kennt ja Twitter. Das ist also eine sehr praktische Möglichkeit, wenn Sie Ihren Newsletter noch ausbauen wollen. Aber wir wollen uns jetzt einfach mal mit dieser einen Option beschäftigen, mit den Website-Klicks oder Conversions. Twitter erklärt Ihnen dann nochmal, was da passiert, was nämlich zu sehen ist. Wenn man dann draufklickt, kommt man direkt auf eine Website, wo es sichtbar ist, nämlich in der App, auch auf der Website. Und nach welcher Art und Weise das Ganze abgerechnet wird, nämlich hier anhand der Klicks, die die Nutzer darauf ausführen. Sie zahlen also wirklich nur Anzeigen, auf die die Nutzer auch geklickt haben. Ja, genau so wollen wir es haben, also klicken wir auf Auswählen und Weiter. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt die Kampagne definieren. Es geht natürlich wieder mal los mit einem Namen. Jede Kampagne braucht einen Namen. Das wird Ihnen später auch bei Google und bei Facebook noch begegnen. Also versuchen wir es mal mit einer Kampagne für meinen neuen Udemy-Kurs. Weiter geht es mit einer interessanten Option, nämlich dem sogenannten Website-Tag für Conversion-Tracking. Darüber können Sie theoretisch verfolgen, ob ein Nutzer, der auf Ihre Anzeige geklickt hat, dann auch tatsächlich etwas gekauft hat. Damit es funktioniert, müssen Sie allerdings in der Lage sein, die Webseiten zu bearbeiten, die dann letztlich die Kaufbestätigung darstellen. Und das können Sie natürlich nicht, wenn Sie Ihre Bücher über Amazon zum Beispiel verkaufen. Es funktioniert aber sehr wohl, wenn Sie Ihre Bücher auf der eigenen Website verkaufen oder wenn Sie die Nutzer dazu bringen wollen, ein Newsletter zu abonnieren, dann könnten Sie auf der Bestätigungsseite das entsprechende Tag, was Sie hier erstellen können, einfügen und würden dann in der Analyse Ihrer bezahlten Twitter-Kampagne sehen können, wie viel Prozent der Nutzer sich tatsächlich nicht nur auf die Website bewegt haben, sondern auch wirklich dort etwas ausgeführt haben, was Sie von ihnen wollten. Insofern für Autoren schwierig, weil die meisten ja doch auf E-Book-Stores verkaufen und nicht über die eigene Website. Definieren müssen Sie natürlich, wann die Kampagne starten soll. Lassen wir am besten sofort starten. Und dann kommt hier die Gestaltung der Anzeige. So, es geht also weiter damit, einen Tweet zu verfassen. Sie können theoretisch auch noch vorhandene Tweets auswählen, und zwar bis zu 3, die da gesponsert erscheinen sollen. Das würde ich aber eher nicht empfehlen. Twitter schreibt auch selbst, dass frische Inhalte für die Nutzer attraktiver sind. Und deshalb sollte es einfach ein neuer Tweet sein, den Sie hier verfassen. In diesem Fall ist es ja eine Werbung, das erscheint auch als Sponsored Tweet, also mit der Überschrift Werbung drüber. Also denke ich, kann an dieser Stelle es auch nicht schaden, wenn Sie den Text werbetechnisch formulieren. So, der Text muss natürlich irgendwie spannend sein, er muss aber auch den Eigenheiten der Tweets entsprechen. Er darf also nicht zu lang sein. Ich glaube, so ist es ganz optimal. Es verbleiben gerade mal noch 2 Zeichen.
Dazu kann ich noch eine sogenannte Card einblenden lassen. Die wird dem Nutzer in seiner Timeline mit dem Tweet zusammen angezeigt. Zur Card gehört zum einen eine URL. Da habe ich die Adresse meines Kurses eingesetzt. Dann brauchen wir ein Bild. Da brauchen wir mal Kursfoto. Da ist es schon. Das laden wir hoch. Ist schon da. Dann speichern wir es. Noch ein bisschen verschieben hier. So. Speichern. Bild ist drin, dann müssen wir eine Überschrift formulieren. 99 statt 299 Euro, der Self-Publishing-Kurs. Es folgt ein sogenannter Handlungsaufruf. Was soll der Nutzer tun, wenn er das sieht? Nun, er soll nicht mehr lesen, er soll nicht kaufen, er soll buchen. Ein Kurs, den bucht man. Und schließlich können Sie noch ein Card Name eingeben. Das bekommen die Nutzer nicht angezeigt. Ich nenne es mal SP-Kurs. So, wenn wir alles eingegeben haben, sind jetzt 22 Zeichen zu viel, weil diese URL noch eingefügt wird. Also müssen wir hier noch ein bisschen was kürzen. So, das habe ich jetzt hinbekommen. Es sind also 0 Zeichen verbleibend. Das heißt, ich habe das wirklich optimal ausgenutzt. Hier haben wir noch das Bild, Überschrift, jetzt buchen, einen Namen. Also schauen wir uns mal an, wie das Ganze dann aussehen wird. So ist es auf twitter.com, also auf der Website, gesponsert von. Jetzt buchen. Auf dem iPhone wird es so aussehen. In der Android-Twitter-App so. Also fast identisch. Nächster Schritt wäre die Zielgruppendefinition. Da muss ich eingeben, wo sich meine Zielgruppe befindet. Bei mir wird es ganz sicher in Deutschland sein. Gebe ich also ein. Aber sie könnte sich ja auch in Österreich befinden. Auch. Und in der Schweiz. Das sind so die drei Länder, die da in Frage kommen. Gut. Dann müssen wir ein Geschlecht auswählen. Klar, Frauen und Männer. Auch Sprachen. Da der Kurs in Deutsch verfasst ist, Ihre E-Books wahrscheinlich auch, sollten Sie da als Sprache Deutsch auswählen. So, hier oben rechts zeigt jeweils Twitter schon mal an, wie groß die Zielgruppe sein könnte. Momentan ist das Ganze noch zu ungenau. Brauchen wir also zusätzliche Kriterien. Nach Ort, Sprache und Geschlecht können Sie noch weitere Kriterien zur Zielgruppendefinition hinzufügen. Das ist auch sehr sinnvoll, sollten Sie unbedingt tun. Das ist sehr spannend, was Sie hier machen können. Wir fangen einfach mal oben mit den Schlagwörtern an. Nun, bei einem Kurs über Self-Publishing empfiehlt es sich natürlich, hier das Stichwort Self-Publishing zu verwenden. Wenn Sie kein Zeichen davor setzen, dann sind auch Varianten erlaubt. Also wenn jemand Self-Publishing schreibt, würde das erlaubt. Oder wenn es klein geschrieben ist, ist das erlaubt. Sie können das in Anführungszeichen setzen, dann sind diese Varianten nicht erlaubt. Oder auch negativ, wenn jemand Self-Publishing in seinem Text verwendet oder Tweets retweetet, in denen das vorkam, dann würde er eben nicht zur Zielgruppe gehören. Aber wir wollen natürlich, dass die Leute, die Self-Publishing schreiben, auch unsere Anzeige angezeigt bekommen. Aber auch die Self-Publisher wären interessant. So. Interessant ist auch noch, dass Sie hier angezeigt bekommen, wie viele Tweets so pro Tag weltweit dieses Schlagwort enthalten. Self-Publishing und Self-Publisher, sehen Sie hier diesen kleinen Punkt, sind also weniger als 1000, die da in Frage kommen. Auch sehr spannend ist hier die Option Follower hinzufügen. Dann bekommen es nämlich Nutzer angezeigt, die ähnliche Interessen haben wie die Follower eines Accounts, den sie dort eingeben. Wenn ich also zum Beispiel die Self-Publisher-Bibel hier als Account eingebe,
dann wird meine Anzeige nicht nur Followern der Self-Publisher-Bibel angezeigt, sondern auch Followern, die ähnliche Interessen haben wie deren Follower. Twitter gibt mir auch gleich noch Tipps, was ich hier noch hinzufügen könnte, damit es noch mehr wird. Kriege ich hier gleich eine ganze Liste. Sind auch tatsächlich alles Accounts, die sich mit Self-Publishing beschäftigen. Deshalb füge ich die hier einfach mal hinzu. Weiter geht es mit unserer Zielgruppendefinition. Wir können nämlich noch Interessen hinzufügen. Und probieren wir mal mit Self-Publishing. Gibt es leider keine Interessen. Also Alternative ist es, hier auf Kategorien durchsuchen zu klicken und dann zu schauen, ob man da etwas findet, was dazu passt. Je nachdem, was für eine Art von Buch Sie geschrieben haben, kann es da durchaus interessant sein, sich hier ein Interesse auszusuchen. Wenn Sie zum Beispiel einen Ratgeber zu Bier geschrieben haben, wählen Sie als Interesse Bier. Da passt es. Zu Self-Publishing gibt es jetzt kein eigenes Interesse, deshalb lasse ich diese Auswahl weg. Nächster interessante Punkt könnte sein, dass Sie eine maßgeschneiderte Zielgruppe hinzufügen wollen. Das können zum Beispiel Ihre eigenen E-Mail-Listen sein, die Sie gesammelt haben über Ihre Website. Falls die Nutzer dann bei Twitter sind, werden sie entsprechend dort auch angesprochen. Eine Alternative wäre es, hier über Website-Besucher sich von Twitter einen sogenannten Tag geben zu lassen, den Sie dann auf Ihrer Website eingeben können. Twitter merkt sich dann, welche Twitter-User auf ihrer Website waren und bietet ihnen die dann als eigene maßgeschneiderte Zielgruppe an. Die letzten beiden Punkte, TV-Zielgruppendefinition und Verhalten, sind derzeit nur in anderen Ländern, also nicht in Deutschland verfügbar, insbesondere in den USA, können Sie also hierzulande noch nicht wählen. Dann können Sie aber noch angeben, wo die Tweets erscheinen sollen, nun in der Timeline auf der Startseite der speziellen Zielgruppe. Was Sie auch noch tun können, ist jetzt die Zielgruppen, bestimmte Zielgruppen auszuschließen. Wenn Sie sagen, all die, die meine Website schon kennen, sollen nicht mehr dafür beworben werden, dann ist das natürlich sinnvoll, weil die haben ja ihre Website schon besucht, also könnten Sie da entsprechende Listen hier hochladen. Auch das wollen wir jetzt momentan nicht machen. So, jetzt geht es dann auch schon ums Geld. Wie viel Geld wollen Sie pro Tag investieren in Ihre Twitter-Werbung? 201,50 € schlägt Twitter vor. Nun, so viel muss es nicht sein. Wie wäre es denn mit 10,0 € pro Tag? Insgesamt wollen Sie nicht mehr als 100,0 € ausgeben. Und schließlich geht es noch um die Preisgestaltung. Twitter verwendet hier eine Art Auktionssystem, also die Anzeigen, die den höchsten Betrag bieten, werden am weitesten oben angezeigt. Sie müssen aber nicht automatisch den höchsten Betrag bieten. Sie können auch, wenn Sie hier zum Beispiel Zielgebot und Höchstgebot eingeben, können Sie da eigene Budgets festlegen, die dann nicht überschritten werden. Sie sollten auf alle Fälle mal hier auf Höchstgebot klicken. Da sehen Sie nämlich ungefähr, was so an Kosten auf Sie zukommen könnte pro Klick. Twitter schlägt hier automatisch was vor, was jetzt so irgendwo in der Mitte liegt. Sie müssen nun überlegen, was Ihnen so ein Klick auf Ihre Website wert ist. Wenn Ihr Buch nur 2,99 € kostet und Sie sollen 2,26 € pro Klick ausgeben und sind sich ja auch überhaupt nicht sicher, ob der geklickt hat, das Ganze dann auch kauft, dann könnte das sehr schnell ein Verlustgeschäft werden. Deshalb sollten Sie hier einen Betrag angeben, der das berücksichtigt, auch dass die Konversionsrate, zum Beispiel die Anzahl derer, die nicht nur klicken, sondern auch kaufen, relativ niedrig sein wird. Also sollte bei einem Buch für 2,99 € sollten Sie im Grunde nicht mehr als 20 Cent pro Klick ausgeben. Es kann natürlich passieren, dass Sie zu diesem Betrag gar nicht angezeigt werden. In meinem Fall ist das Produkt ein bisschen teurer, also der Kurs kostet 100 € und damit kann man sich schon mal pro Klick vielleicht 1,5
40 € leisten. Schließlich gibt es hier unten dann noch die Geschwindigkeitsoptionen. Müssen Sie erstmal draufklicken auf den Button, damit Sie das so sehen. Standardmäßig werden die Anzeigen gleichmäßig über den Tag verteilt, aber wenn Sie zum Beispiel für Veranstaltungen erreichen wollen, dass das Ganze möglichst schnell passiert, dann müssten Sie beschleunigt anklicken. Ich würde eher das Standard empfehlen in den meisten Fällen. Und damit können Sie jetzt auch schon auf Kampagne speichern klicken. Als ich das jetzt getan habe, habe ich oben noch eine Fehlermeldung bekommen. Ich hatte nämlich noch nicht auf Tweeten geklickt. Das muss man natürlich tun, damit der Tweet dann hier drüben erscheint. Twitter sagt mir auch, dass ich möglichst 3 bis 4 Tweets in dieser Art verfassen soll. Das werde ich noch tun und dann klicke ich endgültig nochmal auf Kampagne speichern. So, die Spannung steigt. Hier ist jetzt alles grün. Ich habe 4 Tweets geschrieben, ausgewählt, verschiedene Follower gesucht. Also klicke ich jetzt mal auf Kampagne starten und dann schauen wir mal, was passiert. Tja, was passiert? Sie müssen zunächst mal Ihren Steuerstatus mitteilen, ob Sie es privat nutzen für nicht geschäftliche Zwecke. Nun, das werden Sie als Autor in der Regel nicht tun, sondern Sie sind Unternehmen, Alleininhaber oder selbstständig. Klicken also auf Unternehmen, dann müssen Sie Ihre Daten eingeben, Umsatzsteuer, ID und Agentur und dann speichern Sie Ihre Steuerinformationen. So, im fast letzten Schritt müssen Sie noch Ihre Kreditkarteninformationen eingeben. Da lasse ich Sie jetzt nicht zuschauen, wie ich das bei meiner tue. Ich denke, das bekommen Sie hin. Leider können Sie noch nicht mit Überweisung zahlen. Sie brauchen also eine Kreditkarte. Wenn Sie das dann alles getan haben, landen Sie wieder in dem Bildschirm, den Sie schon kennen, und zwar bei den Kampagnen. Dort kriegen Sie dann entsprechend angezeigt, was Sie ausgegeben haben, wie viele Nutzer geklickt haben, wie viele interagiert haben. Können Sie also gespannt sein.